Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan True Warriors. Ja, habt ihr es eigentlich gewusst, dass wenn man ja die Bohrer und Sammler hier leert, dass die ja mal komplett geleert werden? Aber ich habe jetzt eben mal meine dunklen Sammler geleert und ihr seht, die sind hier auch relativ leer. Aber er hat dann genau einen hier noch wieder relativ voll gelassen. Das ist natürlich doof. Das heißt also, er räumt das in irgendeiner kleinen internen Reihenfolge scheinbar ab, denn der hier hat immer noch 1049 und kann im Moment nicht geleert werden, aber... Um was geht's? Heute ist natürlich Donnerstag. Also Donnerstag ist Besuchsfolge und Achtung Kontrolle heißt die Folge auch. Wir legen auch gleich rein. Ihr seht das hier, meine Friends List füllt sich auch langsam wieder. Und ich habe heute auch mal ein paar RH10er, RH11er dabei. Das freut mich natürlich besonders. Und wir gehen auch direkt rein zum Legend Warrior, zum Clan German Mafia. Ist ein RH10. Das wusste ich vorher schon und hat auch ganz nette Helden. Hat einige Zauber schon schön gemaxt. Ich denke mal, er nutzt dann eher den Erdbebenzauber. Ich habe mich genau für andersrum entschieden. Also erstmal Gift und Eil auf Max Level und ganz, ganz am Ende habe ich ja jetzt erst den Erdbebenzauber gemacht. Aber er hat ja auch die, denke ich mal, gängigen Truppen auf dem passenden Kriegslevel. Gut, Hexe, wenn man sie nicht benutzt oder nicht benutzen kann. Ich konnte das ja bis gestern auch nicht. Oh, er geht auf RH11, okay. Dann levelt man die natürlich nicht, aber ich würde sie schon noch leveln. Also die sind nämlich wirklich gut und naja, abgesehen von den Mauern kloppt er jetzt schon sein Rathaus hoch, aber sei mal dahingestellt, die Mauern, man hat ja noch Zeit genug, die irgendwo immer mal wieder ein Mäuerchen dazwischen zu quetschen, aber die Base ist natürlich maxed out. Das sieht gut aus, die Helden, ja, sie hätten natürlich noch ein bisschen gehen können. Der King geht hier unten noch hoch und ich mag solche Bases nicht. Im Gold, ist das Gold 1 Bereich? Ja, Gold. In der Golden 1 Liga hält sie sicherlich, da man doch schon mit einer netten Truppe hier kommen muss. Also mit Bartstruppen kommst du natürlich bei so einer Base hier überhaupt nicht weit, sondern du musst schon eine richtige CK-Truppe nehmen. Und das ist aber mehr so eine Clankriegs-Ringbase hier, aber sieht ganz gut aus. Im Labor läuft auch noch was. Ich hoffe, es läuft das Richtige. Naja, und das ein oder andere hat er auch gleich sein gelassen, nämlich die Bohrer hier überhaupt zu leveln. Der ist auf 2. Also ich meine, mit 1800 Maximalbefüllung auf Level 6 sind die ja nicht schlecht und ich meine, das ist ja gesammelt, wo du nicht da bist, also wo du wirklich nichts tust und diese kleinen Sammlungen, die bringen einen dann auch weiter. Hat er nur den einen hier? Ah ne, hier unten sind die anderen beiden, sind aber auch nicht maxed, der ist auf 5 und der ist auf maxed, der ist auf 6. Also, und 3x 1800, das ist schon nicht schlecht. Aber sieht gut aus hier, ich meine, muss ich nicht zu sagen, das Ding hier ist maxed out und mal sehen, ob ihm der Start genauso gelingt auf Rathaus Level 11 wie mir. Ich habe den nächsten Tag hier drin. Search Players. So. Mal wieder mit dem Leerzeichen, das kennt ihr auch. Das ist der Big Sonka. Vom Clan Game of Thrones. Ist ein Rathaus 6, würde ich sagen. Nee, Rathaus 7 hat schon Drachen, okay. Und mal sehen, ob er schon länger Rathaus 7 ist. Ja, ist schon länger Rathaus 7, hat jetzt schon mal alle Mauern nachgemacht hier und macht hier jetzt die Gebäude nach, die er auf 7 jetzt nachbekommt. Okay, das ist auch in Ordnung. Und die Base war sicherlich maxed out hier auch mit den Luftabwehren auf Level 4 bei Rathaus 6 und der Heiler geht auch, glaube ich, gar nicht auf Level 2 hoch. Der geht jetzt erst hoch, also die hat er komplett durchgelevelt. Das sieht gut aus hier. Die Base kann ich natürlich schlecht bewerten. Ist eine Rathaus 6 Base, wo das Rathaus irgendwo, wo ist es da? Irgendwo außen steht. Okay, in der Liga kannst du das ruhig machen. Du willst ja deine Ressourcen schützen und nimmst dann die Minuspokale in Kauf. Aber sieht ganz gut aus hier und ist auf guten Wege. Also das, wisst ihr, das gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Die hätten noch ein bisschen höher gehen können. Da muss man sich dann leider bei Rathaus Level 5 hochquälen. Aber mal sehen, ob die Base hier ab und zu mal hält. Nein, sie hält natürlich nicht. Denn du kriegst natürlich immer das Rathaus und dadurch hast du eigentlich immer verloren. Vielleicht dann doch mal reinstellen. Weiß ich nicht. Okay, dann nehmen wir den nächsten. Und es ist ein Jeremy vom Clan Atemlos. Steht hier auch so. Ja, okay, dann. Ja, ich nehme an, er hat vorher gefragt, wie es geht. Aber wir sehen hier einen schönen Rathaus 8er mit noch nicht so viel Kriegssternen. Warum machst du nicht so viel Kriegssterne? Magst du keine CKs? Also gerade das CK-Spielen hier im Rathaus 8-Bereich ist ja richtig krass und man kann richtig Sterne ab,
Absahn, aber es sieht gut aus hier. Er levelt auch die passenden Truppen. Also Golem, Schweinereiter, Walküre geht jetzt noch ein Level hoch und noch ein paar Level an den Lakaien. Dann ist er ja auch durch. Beide Zauber noch ein Level. Finde ich, sieht von daher erstmal stabil aus. Und solche Bases hier mag ich ja gar nicht. Aber der letzte Gegner ist zumindest da reingekommen, wo er es erwartet. Er ist nämlich nicht bis zum Rathaus gekommen. Ich weiß nicht, ob es da noch 50% wären. Aber es sieht hier gut aus. Wird jetzt auch schon schön schwarz, die Base. Also hast ja noch ein bisschen Zeit. Und der Rest, denke ich mal, brauche ich, glaube ich, nicht drüber zu reden. Ist hier maxed out. Ist ja auch ganz nett geschützt, die Magiertürme. Einer ist hier, einer ist hier. Oh, der sieht mir so aus, als wenn er gerade noch im Bau wäre. Und hier ist sicherlich der letzte, ist auch auf 6 schon. Ah, auf 6 ist Max-Level, okay. Und aber schön mit dem King hier auf 10. Also spiel einfach ein bisschen mehr CK und ich denke mal, du bist auch ganz zufrieden, auch hier in der Liga. Hast zweimal gedefft, die Liga ist ja gestern erst angefangen. Also alles im grünen Bereich. Und wir haben wieder ein Rathaus 10er. Mit Text würde mich über einen Besuch freuen. Bin Rathaus 10, schreibt mir der Martin. Vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen ist natürlich immer nur, wann er es geschrieben hat und wann ich es rauskopiert habe. In der Tat, er ist ein Rathaus 10 mit, oh, richtig netten Helden, jawohl, 35, 36. Und der Rest ist durch. Klonzauber muss er noch 1-2 Level machen. Skelettzauber noch, Klonzauber kam jetzt erst später zum Leveln dazu. Und der Rest ist aber durch, das ist super. 490 Sterne ist auch im mittleren Bereich und die Base ist auch maxed out, gar keine Frage. Denn wer so lange seine Truppen levelt, der hat auch eine Max-Out-Base. Also zumindest von der Defense her. Und er lässt hier richtig schön Zeit mit den Mauern. Kann man auch machen. Habe ich ja auch gemacht. Er hat ja noch ein paar Wochen Forschung. Hat noch ein paar Heldenlevel. Aber sieht sehr gut aus hier. Und Magertürme schützen hier schön mit die Luftabwehr. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Denn gerade wenn die angeflogen werden, dann hast du nur Punktschaden. Aber er hat die Infernus hier auch auf. Der steht auf Single und der steht hier auf Multi. Ja, kann man so machen. Ich habe beide auf Multi. Das ist jede Base auch anders, je nachdem, wie man es erwartet, wie die Leute hier reinkommen. Aber ich glaube, diese Base hier als Farmbase hier oben, die hat noch nicht gehalten in den 2 Tagen, wo die Liga läuft. Aber sieht gut aus hier. Muss ich sagen, gefällt mir gut. Schön durchmaxen, Martin. Und dann bist du auf dem richtig krassen Weg. Ja, die erste Pause gönnen wir uns heute mal. Ist ein ganz, ganz kurzes Video, weil er ganz, ganz, ganz schnell vorgespult hat. Es ist nämlich ein Angriff vom Kämpfer, der Kämpfer vom Clan Rotkes Legends. Und es ist so ein kleiner Farmangriff hier mit eigentlich einer netten Truppe, Riesen, Magier dahinter, King mit rein hier ins Getümmel und das wird jetzt ein wirklich kurzes Pausenvideo, also super, super kurz, aber hat er ganz gut gemacht. Ich denke mal, über den Lot hat er sich auch gefreut. Und das Ding hier lag bei mir im Google Drive, also nochmal der Aufruf, ihr könnt bei mir im Google Drive einfach Videos reinlegen. Das hier hat dort drin gelegen und wir springen sofort zu unserem nächsten Rathaus 11. Ihr wisst ja, dass meine Dorfbesuchsfolgen immer so ein bisschen lange dauern, also die immer so ein bisschen, ja, ein bisschen ausschweifend werden. So, da habe ich ein Leerzeichen drin. Das ist der GM Pro 97. Ist bei mir aus dem Stream, glaube ich, auch gewesen. Im letzten Stream zumindest. Und er hat mir auch geschrieben, dass mein Kürzel, freue mich auf den Besuch, bin. Rathaus 11, kurz vor Max. Nur noch Kanonen und Mörser und Labor als nächstes Lakis rein. Sind im Labor laufen Wallis und als nächstes Lakis. Ah, okay. Und wir sehen hier, die Wallis sind auch noch nicht fertig. Dann schauen wir uns mal die Base an. Die kann ich ja noch nicht wirklich bewerten, aber er kämpft hier in Kristall. Und da gewinnst du sicherlich den einen oder anderen Kampf mal. Und wie ich das sehe, kann er auch nichts mehr großartig ausgeben, denn die Lager füllen sich hier ohne Ende bei ihm. Er kann jetzt natürlich noch in die, jetzt muss ich mal gerade gucken, ah nee, in die Helden kann er auch nicht mehr investieren. Also wirklich alles zu hier. Klonzauber geht noch mit Elex hoch und dann war es das mit dem Dunklen. Da hat er noch die Lakis zu machen. Okay, dann nimmt er sicherlich das Dunkle für die Mauerbrecher. Magier, ja, bis ein paar Wochen sind es noch. GM. Aber ich denke mal, ist eine coole Base hier mit dem Adler genau in der Mitte. Die hatte ich mir vorher schon mal angeguckt, die Base. Und ich kann sie aber schlecht beurteilen, da ich selber noch keine habe. Er hat hier aber alle Mauern fertig. Also Hut ab vor den Leuten, die das alles hier so piano machen. Denn so ein Ding hier kostet 4 Mille. Und das ist natürlich auch ein Wort zum Sonntag.
Aber wenn du dir die Lager richtig schön voll farmst, und so macht er das hier ja auch, dann kriegst du natürlich auch irgendwann mal die Mauern ganz gut hin, beziehungsweise kriegst sie fertig. Und ich denke, von der Base her kann er hier zufrieden sein. Die letzten Bogenschützentürme gehen hier auf Level 15. Der Rest, so wie ich das sehe, ja, die sehen so ein bisschen hölzern aus. Die 15er, ich mag, finde ich eigentlich nicht so schick. Die 14er fand ich etwas schicker. Und die Feger hat er schon auf 7 hier. Oh, die sind stark, das haben wir schon gesehen in den Clankriegsangriffen. Und deswegen ist das hier, glaube ich, eine coole Geschichte, so eine Base hier. Und auch überhaupt so einen Account zu haben. Irgendwann habe ich das auch. Dauert halt noch bis 2028. Das ist der Brünnhildir. Ich kenne ihn. Er ist beim Clan Die Jägers. Denn es ist der zweite Account von unserem König Vegeta. Bei uns bei True Warriors 2. Und ich gucke mir mal an, weil ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht gesehen. Der kämpft nämlich ab und zu mal bei uns mit. Ist hier auch ein Maxed Out. Das weiß ich. Macht die Helden jetzt, denke ich mal, noch mit dem Dunklen weiter. Denn er hat noch keine Ambition sein Rathaus zu machen. Und die Base hier in Champions 2 hält auch. Oh, Donnerwetter, die hält. Nicht schlecht, die Saison ist ja echt noch nicht alt und scheint sich zu lohnen, die Base mal so aufzubauen, auch mit den Magiertürmen hier klassisch über den Luftabwehren. Die werden dann zusätzlich noch zumindest hier in dem Bereich von den Inferno-Türmen gedeckt, auf beiden Seiten sogar. Und er hat jetzt hier noch ein Feger, den er noch hochkloppt. Okay, die habe ich auch relativ spät gemacht, die Feger. Aber der Rest ist hier maxed out und sieht sicherlich richtig gut aus. So, jetzt habe ich einen, mit dem habe ich sogar schon im Discord gequatscht. Das ist nämlich der Thiele, müsste das sein. Twitch-User bei mir, jawohl, da ist er, der Thiele 2211 vom Clan Ström Community. Und er ist ein Rathaus 11er hier mit... Ja, noch nicht so Max Huppen. Ich denke, er ist noch nicht so lange Elva, hat gedacht, den King lasse ich mal. Aber der Rest sieht natürlich schon ganz gut aus. Es kommen sicherlich Truppen nach. Oh, okay. Ich kann euch sagen, er hat die Walküren gegemmt. Ja, er war also so nass auf diese Truppe, dass er sich gesagt hat, die 1600 oder etwas über 1600, die gönne ich mir einfach für die Walküren. Denn wer natürlich mit Walküren in den Clankriegen angreift, der gönnt sich auch schon mal was. Also habe ich überhaupt nichts gegen. Und ist, glaube ich, noch nicht so lange RH11. Adler ist noch auf 1 und die Lager gehen jetzt auch erst hoch, weil irgendwann im zweiten Umlauf, wenn du jetzt anfängst, hier die Def weiterzumachen, hier geht noch der Bogenschützenturm hoch, hier ist noch die kleine Kanone, also lange ist der noch nicht RH11. Dann wird es natürlich ein bisschen teurer und dann müssen deine Lager hoch. Dann ist nämlich alles, kostet alles über 10 Millionen oder relativ viel über 10 Millionen und als Rathaus 10er gehen nur 8,5 rein. Als direkt, ich denke mal, als 11er, glaube ich, gehen dann 10 rein oder so oder 9 rein. Ich glaube, 9 gehen rein und dann kannst du natürlich dort so weitermachen. Ich habe meinen nächsten Tag drin. Ich hoffe auch wieder ohne. Achso, ja, die Base hier wird sicherlich halten. Ihr seht, das 11 Defense ist hier in Kristall 1. Ist in Ordnung, hier brauchst du nichts mit Barsch versuchen. Das ist auch, glaube ich, eine CK-Base hier. Und deswegen kann er hier sicherlich zufrieden sein mit seiner Base. Und nochmal Gruß an den Thiele. Irgendwann sprechen wir ja wieder. Oh, das ist der kleine Dante. Der hat sich hier aber bei mir beworben. Das ist ein Zufall, als er noch nicht in True Warriors war, denn der ist erst einen Tag da. Also hier haben wir einen relativ kleineren, in Anführungsstrichen, Rathaus 9er und das sieht aber ganz gut aus von den Truppen her. Mit 4er Golem, mit 5er Schweinereiter, 4er Walküren. Ich denke mal, der Hund wird im Labor laufen. Also das finde ich absolut in Ordnung. Die Helden sind ein bisschen low natürlich mal wieder dazu, weil man sein Dunkles erstmal woanders hin ausgibt. Aber er macht jetzt auch, macht er beide hoch? Ah ne, er macht den King erstmal hoch, wahrscheinlich auf den gleichen Level wie die Queen. Also geht immer 1:1 hoch hier. Und solche Base hier, ja... Die wird die mal halten? Nein, in den zwei Tagen hat die noch nicht gehalten. Denn du hast außen relativ viele Prozente, die du holen kannst. Und wenn die Verteidigungsanlagen dann hier außen erstmal weg sind, das sind ja mit massiven Punktschaden, ein bisschen Flächenschaden ist hier drin, dann macht der Gegner hier ein paar mehr Prozente. Ist aber sicherlich für ihn nicht so schlimm. Er hat hier relevanten Sachen hier hoch, 220 Truppen. Und auch hier ist, hier in der Mitte ist natürlich hart die Luft gedeckt mit den beiden Fegern, die sich gegenüberstehen. Ein baut er aus, hier muss ich auch nicht reingucken, sind 30 Truppen. Also sieht gut aus hier. Seine Truppen brauchen wahrscheinlich ein bisschen länger. Das ist auch immer ein Manko, was ich auch mal, nicht kein Manko, sondern das, was mir immer wieder auffällt, dass die Leute hier teilweise noch niedrigere
Kasernen haben. Also ich ziehe ja immer alle sofort hoch. Also ein Bob, der macht erstmal alle Kasernen, dann bin ich davon ab und kann eigentlich immer relativ zügig meine Truppen bauen. Denn irgendwo kommt, willst du, ich nenne mal ein Beispiel, willst du hier Päcker bauen oder höher? Und dann dauert der natürlich immer ein bisschen länger, je weniger Kasernen du hast. Aber sonst sieht das ganz stabil aus hier. Hat auch jetzt schon die Mauern komplett auf 9. Ich denke mal, die gehen jetzt auf 10 weiter. Und wir sind in der zweiten Pause. Die zweite Pause kommt heute fast aus eigenen Reihen. Er war bei uns zu Besuch. Es ist der Zen Barker. Der spendet bei uns ab und zu mal. Ist, glaube ich, auch aus meiner Community. Und der hat hier einfach mal einen netten Angriff gepostet. Hier aus der Kristall-Range, will ich mal sagen. Ja, und da triffst du natürlich so welche hier immer wieder gerne. Und ich denke mal, mit Tunnlern. Ja, und ihr seht das hier, da war er clanlos, wo er das gemacht hat. Also ist auch ein kleiner Jumper, hätte ich mal fast gesagt. Aber im Moment macht er Helden und sagt sich, Mensch, da gehe ich mal ein bisschen Freunde besuchen, gehe mal ein bisschen durch die Clans, lerne ein paar neue Leute kennen und spende vor allen Dingen. Ja, das ist natürlich immer nett, wenn einer reinkommt und sagt, ja, ich bin erstmal gern bei euch, kann kein CK mitspielen, weil ich im Moment Helden mache. Aber ich möchte ganz gern spenden, ein bisschen unterstützen. Ist auch super, gar keine Frage. Ich habe auch immer gern Besucher bei uns, die dann natürlich gerne ein CK mitspielen dürfen. Also das sind mir immer die liebsten Besucher, so muss ich es mal sagen. Aber wenn sich jemand sagt, du, irgendwann komme ich mal wieder und dann spiele ich sicherlich auch mal bei euch ein CK mit, überhaupt kein Thema. Ist auch ein netter Kerl und auch schon nicht gesetzten Alters, aber wir sind alle älter. Also ich habe jetzt wieder einige Zuschriften auch bekommen von ja wirklich jungen Leuten und wir sind hier leider ein Ü18-Clan. Das soll auch so bleiben. Ich würde fast sagen, wir sind ein weit Ü20-30-Clan schon. Die Masse ist hier nämlich schon weit über 20, teilweise weit über 30. Und das macht sich auch bemerkbar in den Gesprächen etc. Klar labern wir hier auch mal Müll und Mist. Aber Jugendlichen auch, also bei True Voice 2 geht es ja so ein bisschen so als Jugendlicher los und da meine ich so sicherlich so 14, 15, 16, 17, aber drunter, ja, die Tage waren wieder welche da mit dem Alter von 10 oder 8, boah, das geht nicht. Ja, also Leute, da macht lieber was anderes als Clash of Clans spielen. Ich meine, ich werde ja auch immer wieder angekreidet, ey, du alter Mann, wie kann man denn so alt sein und Clash of Clans spielen? Aber klar, macht natürlich Bock. Ob das jetzt einen 51-Jährigen Bock macht oder einen 8-Jährigen Bock macht, das sei mal dahingestellt, beide sind ja Spieler. Und aber bei uns im Clan geht das einfach nicht. Was hat er da eigentlich noch? Ah, da hinten die beiden Bauhütten. Nur noch die beiden Bauhütten und dann ist das auch gewesen. Und damit sind wir wieder in meinem Dorf und ich bin jetzt auch schon, oh, ich bin schon ganz schön weit angekommen hier. Das ist jetzt mal ein etwas längerer Text hier, der geht über mehrere Zeilenumbrüche. Das ist auch nicht schlecht, ihr seht das im Hintergrund, weil ich das ja gestern im Video angekündigt habe. Habe ich immer mehr Freunde, ne? Eben waren es zu Anfang des Videos, waren es noch 6, jetzt sind schon wieder 8. Und der Kobas hat mir vor 3 Tagen geschrieben, besuch mich mal, ja, Kobas 32 ist das hier. Also passt auch genau zu seinem Community-Account bzw. zu seinem YouTube-Account. Ist ein Rathaus 7 und ich würde sagen, der ist maxed. Der ist maxed out, das sehe ich an den Truppen. Tut mir leid, Kobas. Aber wir sehen es auch an der Base, auch die ist durch. Und er macht auf das Town Hall, ja, er geht auf Rathaus. Also mehr kann ich im Moment nicht sagen, er geht auf Rathaus 8. Aber ich glaube, wenn wir uns seine Truppen anschauen und uns seine Base anschauen mit den Mauern, wir brauchen uns nur die Mauern zu betrachten, der ist durch hier. Viel Erfolg und viel Glück auf Rathaus 8. Freu dich drauf, ist nämlich wirklich, wirklich nett. So, wen habe ich denn eigentlich jetzt noch drin hier bei mir? Ich habe noch ein paar Tags jetzt mit hier reingenommen. Also ich habe jetzt den einen oder anderen auch schon wieder abgefarmt erwischt. Aber wir haben hier den Zocker, auch von der Ström-Community. Wie das wohl kommt? Sind das meine neuen Freunde? Nein, das sind nicht meine neuen Freunde. Aber ich kenne natürlich den einen oder anderen aus meiner Community. Und er war hier auch schon in der Legendenliga mit seinem Rathaus 11. Und auch er hat sich gedacht, ah, den King, den lasse ich mal so. Wie er ist, also der sollte auf jeden Fall gehen. Ich finde den Dicken, so nenne ich ihn ja immer ganz gerne, eigentlich auch wichtig, spielt auch eine Schlüsselrolle. Es ist ein Held und auch der sollte gelevelt werden, aber ich denke mal, er levelt ihn jetzt auch, denn die beiden anderen Helden sind ja maxed out und die Base sieht auch
gut aus. Der ist auch schon ein bisschen weiter mit zweier Adler. Die Magiertürme hier sind schon fertig, so wie ich das sehe. Und jetzt geht es hier reihum rum. Aber die Bogenschützentürme sind, glaube ich, auch durch. Die sind auf 15. Jawohl. Die sind auf 15 hier. Ich glaube, die ist relativ maxed out hier, die Base. Und auf 5 gehen die, glaube ich, sowieso hoch. Jawohl. Ah, das sieht relativ maxed aus. Ich glaube, der ist durch. Selber kann ich es noch gar nicht so beantworten hier. Aber ich glaube, das ist fertig hier an der Stelle. Die gehen auf 10 hoch. Jawohl. Ich denke mal, er ist durch hier. Und macht sich jetzt ran an die Mauern und an die restlichen Forschungen, die er noch hat. Da hat er noch, glaube ich, ein bisschen was zu tun, aber sieht gut aus hier. Viele Max-Out-Truppen hier. Wenn ihr die Miner nicht benutzt, dann levelst du sie erstmal nicht. Aber ich denke mal, irgendwann fängt er auch an, die zu leveln. Ich tippe drauf, dass die Hexen im Labor laufen. Sage ich jetzt einfach mal so ganz vorlaut. Und viele Grüße nochmal nach drüben. Während ich hier meine letzte, vorletzte, drittletzte, achtletzte Tech nehme, ich muss mal eben schauen. Wir schließen heute auf jeden Fall mit einem Angriff von mir ab. Denn so ein bisschen habe ich noch was zu tun. Oh, noch wieder einer von Two Warriors 2. Eigentlich will ich die nicht zeigen, Mensch. Nick, wer macht, freut sich natürlich der Jonas über jeden Besuch hier. Aber Jonas, du siehst es dir selber, ist abgefarmt. Und ja, ich weiß, ich kann es natürlich auch nicht steuern, wann die Jungs jetzt abgefarmt sind und wann sie nicht abgefarmt sind. Und ich nehme hier ungerne welche aus True Warriors 2 rein. Auch der Storm Teddy hier. Ich meine, klar, die sind bei mir in der Community, aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass ich dann Werbung für die mache. Aber wir gucken uns einfach das Dorf vom Teddy hier an. Er ist hier in Rathaus 9er und ist auch ein stabiler Kämpfer bei uns. Hat die richtigeren Truppen auch gelevelt. Ich weiß nicht, warum man die Walküren noch nicht gemacht hat. Obwohl, die gehen ja erst auf 9 hoch. Ich denke mal, sie laufen im Labor oder es laufen die Hexen. Eins von beiden. Helden sind in Ordnung. 20, King und 17. Queen, hier haben wir den King mal. Den kloppt er auch hoch. Oh, er kloppt gleich beide hoch. Stimmt, Teddy kloppt gleich beide hoch hier. Deswegen spielt er im Moment auch nicht im CK mit. Komischerweise glaube ich, diese Base hier, in den 2 Tagen hat sie noch nicht gehalten, aber die sieht hier echt merkwürdig aus, ne? Mit dem Rathaus außen wird sie natürlich nie halten in Meister 2 hier, aber die ist maxed out hier von der Defense und ich kann nicht sagen, ob so eine Base hält. Vielleicht solltest du dir mal eine von meinen R9ern anschauen. Die sichern zumindest das Dunkle. Dein steht ja auch recht mittig. Ich denke mal, er kann auch zufrieden sein mit seinem Account hier und ich habe die letzte Tech hier, die habe ich mir jetzt noch aus einem vorvorletzten Dorfbesuchsvideo rausgesucht. Noch hier mit reingenommen. Jetzt, das ist, mal gucken. Oh, kein Fancy Player. Habe ich da was vergessen? Das wäre jetzt natürlich doof. Couldn't find Player. Da hat er irgendwas vergessen oder ich habe was vergessen. Ich check das nochmal gerade. Ja, ich habe die Tech doch nicht mehr gefunden. Also ich kann zumindest dem Fabian Busch sagen, kannst du mich nochmal besuchen, weil letztes Mal abgefarmt. Du bist dieses Mal auch wieder abgefarmt. Und auch den Kyle XY, deine Tech war leider nicht richtig. Und Jonas Lorei, der Tech war richtig, aber auch du warst leider down. Und deswegen habe ich das an der Stelle nicht gezeigt. Habe einfach mal in die Gunst der Sekunden genutzt, um den Angriff hier zu machen, also noch einen Angriff hier mit diesen Event-Armeen hier. Denn die Base hat zwar einen Adler, also sie erscheint mir trotzdem nicht ganz so stark. Und ich brauche noch 2, 3, 4 Angriffe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache die jetzt auf relativ leichte Dörfer. Es gibt ja keine leichten Dörfer, aber auf Dörfer, die, wo ich jetzt meine 50% hier, denke ich mal, irgendwie packe. Ich gucke mal, ob der was in der Clanburg hat. Aber er hat da nichts drin und deswegen kann ich erstmal meine Reise hier weiter fortsetzen an der Stelle. Der hat natürlich auch eine Defense hier, aber ich lasse erstmal jetzt relativ lange meine Queen laufen, damit der Adler noch nicht losgeht. Jetzt habe ich natürlich schon Zauber gezückt hier und dann machen wir das mal so. Denn gleich wird irgendwann mal der Adler, denke ich mal, losgehen und ich habe gleich auch irgendwo ein Inferno an der Hacken. Deswegen muss ich hier jetzt schon mal mit Mauerbrechern rein. King ziehen wir hier durch und wir haben hier auch noch ein paar Bowler im Gepäck. Was jetzt immer ein bisschen schwierig ist, kann ich euch sagen, ist hier an der Maus
am Tablet geht's viel einfacher, die ganzen Kürbisköpfe hier rauszukriegen. Denn das ist echt schon super schwer. Aber wir nehmen den einfach mal hier jetzt in Frost hier und mal sehen, ob es hier jetzt nicht richtig durchgeht. Jawohl, ich glaube, das Rathaus haben wir. Kriegen wir den Adler kriegen wir auch hier, das ist auch nicht schlecht. Und dann haben wir jetzt noch zwei Drachen hier, die setze ich eigentlich in der Regel immer ganz gerne aus und dann laufen die so ein bisschen mit hier. Wo ist meine Queen? Ah, okay, wir haben da noch ein Inferno zu machen. Mal sehen, ob meine Queen da noch rankommt. Die macht jetzt erstmal den Magerturm, da ist noch unter Heilung und macht jetzt erst einen Feger. Ist natürlich ganz wichtig, erst einen Feger zu machen, bevor du jetzt hoffentlich den Inferno-Turm da machst. Jawohl, das sieht gut aus. Und nach wie vor, guckt euch das Riesenskelett an. Ja, der latscht hier so behende durch die Base durch, so Hallöchen. Ich bin's, das Riesenskelett. Und nach wie vor halten die fast immer bis zum Schluss. Also es ist wirklich krass. Und ja, so habe ich das Event hier jetzt gespielt. Ich meine, der hat jetzt noch kein Ligaspiel gemacht, der Kollege da. Aber ihr seht das jetzt schon wieder, meine Lager immer noch voll. Ich kann hier auch abbrechen an der Stelle. 82% hatten eh schon über die 70. Also sieht ganz gut aus hier. Ja, tut mir leid für die letzten Tags hier. Und wenn ihr einmal möchtet, dass ich euch besuche, bitte unter dieses Video, ich sag's ganz, ganz bewusst, unter dieses Video bitte eure Tags. Dann klappt das auch. Und ihr seht den Text sofort, wenn ihr eure Hashtags weglasst. Also da dieses Lattenkreuz, das lasst einfach weg. Dann sieht ihr euren Post sofort. Ich nehme die dann wieder raus. Nehme mir auch wieder den ein oder anderen Fight mit rein. Und ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Die sich natürlich gesehen haben, denen hat es wahrscheinlich am meisten gefallen. Aber ich hoffe allen anderen auch. Morgen gibt es wieder normale Action hier. Und am Samstag dann sicherlich auch wieder ein Stream. Aber ja, gestern schon gestreamt. Und von daher wünsche ich euch einen schönen Start ins hoffentlich erholsame Wochenende. Ich meine, nach der Woche mit zwei Feiertagen hatten wir eh genug Erholung. Bis dahin, euer Toto. Clasht.